Willkommen zurück zu einer weiteren Runde League. Heute mit Matze und Silas und dem Uncreative Name. Uncreative Name ist nicht im TS, aber ist auch kein Problem. Und wir spielen heute Twisted Fate AD Carry. Was habe ich eigentlich für Support? Ach, der Uncreative. Nice. Der Support Main, Alter. Diamond 1. Der regelt. Oh. Der reguliert. Ja, ich habe ja schon vor längerer Zeit mal Twisted Fate AD Carry gespielt. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Klar, es ist ein Trollbild, ne? Aber macht eigentlich ganz Laune. Wegen der Stun-Karte und so, du hast eigentlich ganz guten Damage nachher. Und vor allem den CC, du bist mit der Ult noch mobil. Ist eigentlich ganz lustig, also macht schon ziemlich Laune. Kriegst dadurch den E auch noch Attack-Speed, also das geht schon ganz gut ab. Und ich weiß noch nicht genau, was ich mir holen werde. Ob ich jetzt so ein Standard-Build gehe mit Infinity Edge und Phantom Dancer oder ob ich einfach Blade baue. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Blade Triforce auch funktionieren könnte. Weil man mit Twisted Fate eigentlich ziemlich viele Spells spammt. Aber nein, mal gucken. Wir schauen mal. Wo seid ihr denn eigentlich? Einen im Rank. Der ist Triforce First gegangen, aber der ist auch 1.14 gegangen. Nice. Da muss ich mir auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen. Sag mal, Silas, du bist nicht der Tahm Kench. Ich dachte, du bist jetzt Tahm Kench Main. Ja. Was ist da los? Aber nur auf der Top Lane. Ach so. Und auf Support vielleicht. Na dann. Wie lange wir die extra noch da bleiben? Ja, good voll guys. Die Good Boys. Ja, voll die Good Boys. Spielst du Full AP fürs Jahr, ne? Ja, ja. Das ist das Einzige, was man machen kann, ne? Das Geile ist halt, dass man als Twisted Fate AD Carry halt auch immer noch diesen Harvest-Bonus hat, ne? Man kriegt halt immer ein bisschen mehr Gold als der andere AD Carry. Weil man ja pro Minion noch mehr Gold bekommt. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also es ist ja nicht mehr so wie früher. Früher war es ja so, du hast jeder in Twisted Fates Team extra Gold bekommen. Und jetzt ist das ja nicht mehr so. Kriegt nur noch Twisted Fate Gold, aber dafür auch echt ganz schön viel. Also ist nicht gerade wenig. Da wird man dann auch merken, wenn man ein bisschen Last Hits gemacht hat. Die schöne Blue Card ins Face. Ich werde auf jeden Fall den W-Spell hochskillen. Denn der W-Spell gibt nicht nur mehr Schaden mit den Karten, sondern natürlich auch ein bisschen höhere Stun Duration. Von daher ist das schon ziemlich lohnenswert, wenn man den W-Spell hochskillt. Nice, der Uncreative Name, Alter. Den Q werde ich erstmal komplett weglassen. Der bringt eigentlich nichts. Aber ihr habt doch eine harte Lane gegen Ash Braun. Ja, ist eigentlich ziemlich heavy, ja. Mal sehen. Mal gucken, aber ich denke mal, wir kriegen das hin. Ja, so Main. Das Gute ist halt, dass man die Karten von Twisted Fate halt echt sehr häufig hat, ne? Das ist halt übel swaggy. Ich könnte mir echt vorstellen, dass Blade halt abgeht bei Twisted Fate. Wow. Und tschüss. Die hat auch noch Flash ab, ey. Der scheiß Slow hat mich halt gerackt, ey. Egal, es geht Blade. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ganz gute Karten. Also hätte der Uncreative neben seinen Hook getroffen, hätten wir die, glaube ich, beide gekillt. Aha, schade, dass der da gegangen ist. Ah, jetzt verstehst du. Oh Gott, war der schlecht. Gott, ey. Finde ich gut, dass der Silas auch mal die Schlechten nochmal raushaut. Ja, warte, du hast es gesagt. Ja, ich weiß, aber du hast es ja nochmal wiederholt. Ich habe es gar nicht gerafft am Anfang, als ich es gesagt habe. Es war halt schon so ein Standardspruch.
Boah, ich würde mich so freuen, wenn so bei Twisted Fate so ein, weiß nicht, so ein Yami-Yugi-Skin rauskommen würde, ey. Ich würde es so feiern, ey. Ein übelster Yu-Gi-Oh-Skin. Ich direkt abfeiern. Oh, mit der Mitte. Bye bye. Oh. Nate. Meine Textspeed ist auch echt schon ganz gut. Wie laufen denn die anderen Lanes? Ich merke schon, Top Mitte läuft ja nicht so gut, Matze, ne? Da war gerade der Braum. Ich habe keinen Missing bekommen. Ja. Ich dachte, du bist Mania so. Das auch. Die Anschuldigung wird einfach ignoriert. Wer denn hier? Wie sind's hier? Könnte gleich Pott kommen. Ich kann leider nichts machen. Sorry, Boy. Kingpin ist Level 6, Alter. Ah, ey, die Hitbox, ne? Nice Hitbox, Alter. Boah, die Hitbox von dem Ashero ist einfach gefühlt 12.000 Kilometer breit, ey. Ah, Gott, ey. Oh, Matze, die killt dich ja echt. Fehlen halt 3 XP für Level Up, dann hätte ich gekillt. Da kackt mir nicht. Ja, Botlane ist eigentlich ganz easy, aber das Problem war halt, Lee Sin war halt schon zweimal Botlane. Also der Fresh normalerweise, wenn wir den die Ashe hooken, aber Braum ist halt auch so ein übelster Cancer-Champ, ne, auf der Lane. Ja. Weil der immer jedes Projektil blockt, ey, das ist so dämlich. Das Schlimme ist ja, dass du halt, selbst nachdem er seinen ersten Projektil-Scheiß geblockt hat, kannst du ja immer noch keinen Damage auf den AD-Carry machen, ne? Weil der halt immer noch komplett abblockt. Der stellt sich ja komplett davor und blockiert den kompletten Schuss. Ist halt so behindert, ey. Das als AD Carry ist da echt schwierig, Damage zu machen. Aber ich hab's mir schon gedacht, dass sie halt direkt ultet. Oh, naja. So, ich mache jetzt Blue und komme nochmal Botlane. Naja, mach das. Ja, ich hab auch Botlane ist Free Gank. Allein schon der Scheiß, ne? Ich mach eine Yellow Card, Alter, und er blockt sie halt komplett weg. Ober. Ja, mit ist halt komplett auf typisch Yasuo. Ja. Ich muss auch. Du musst doch immer. Du musst, das ist auch typisch Yasuo, ne? Man muss immer fighten, oder? Du kannst auch, man kann auch als Yasuo nicht Death spielen. Ich poke mich halt einmal direkt. Ja, aber du kannst halt trotzdem Death spielen. Und man muss immer in den Tower rein dashen und einen Tower-Hit fressen. Das macht einfach jeder Yasuo. Scheißegal. Alter, what the fuck, man? Hat die eine Macke? Ja. Hey, der Braum ist echt weggekommen? Ja, ich hab ja keinen Red Buff, nix zu stone. Er hatte Full HP. Ich kann mal Mitte kommen. Hat der noch was? Ulti wahrscheinlich wieder. Ah. Ja, immerhin Ult raus. Immerhin einfach eine Ult rausgezogen. So. Jetzt gleich das Attack Speed Item. Das
jetzt geht's eigentlich. Ich habe jetzt nicht wirklich weniger Farm als die, aber ich meine 56 Farm in Minute also 10 ist halt auch nicht so leicht. Ne, die hat keine Ult mehr. Mutter. Ah, die ist tot. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Gangpick ist immer noch ultra strong, oder? Oder haben die Gangplank, den inzwischen tot genervt? Also, keine Ahnung. Die wollten den ja mal richtig tot nerven, aber das haben sie ja dann gelassen, ne? Gangplank kommt mit. Also, ich finde ihn auch nicht mehr so stark wie vorher. Aber er ist immer noch auf jeden Fall immer noch gut, ja. Aber es gibt stärkere Top-Laner jetzt, glaube ich. Boah, Alter, der Slow, ne? Der Slow, ey. Die Ult. Geile Ult, Bro. Die haben jetzt nichts mehr, Botlane. Ja, die sind schon wieder Bot, ne? Ich musste direkt flashen. Ari ist nach oben gegangen. Ah, der scheiß Typ, ey, der geht mir so hart auf die Ketten, Mann. Alter, wow, ey. Weißt du, ich bin ein scheiß Twisted Fate AD Carry, Alter, und die campen mich zu Tode, ey. Das ist doch nicht real. Was ist das denn, ey? Da wäre ich echt salty. Lantern. Oh no. Oh, ist tot. Obwohl. Fuck. Der letzte Tick. Alter, echt, das ist so mies, Alter, dass die permanent Botlane campen. Nice. Oh, der stirbt trotzdem noch. Oh, die stirbt. LOL. Wollte schon sagen, Alter. Der muss aus der Ult raus. Ah, okay. Macht die so viel Damage? Ah, ey, das ist so nervig, Mann, ne? Die, vor allem, die haben schon so eine rübelste AIDS-Lane, ne? Und dann campt der scheiß Lee Sin auch noch permanent. Dann hängt der permanent Botlane, Alter. Die können ja so instant engagen auf mich, ne? Mit ihrer scheiß Combo. Ich meine, ich stehe einmal scheiße, dann kriege ich einen Arrow in die Fresse und einen Braum-Ult. Dann war's das. Das ist halt super wack, ey. Keine Ahnung. Das ist wirklich so wie früher Zyra Ash. Das ist jetzt Braum Ash. So richtig annoying. Aber naja, hart gewinnen tun ihre Lane aber auch nicht. Naja. Ist eigentlich okay. Läuft es jetzt Mitte besser oder? Ja, der gerade schon One-Hand einmal. Ich glaube, Lies. Ne, Lies ein Spot wieder. Alter, dieser Typ, ne? Das ist echt, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Angst vor mir haben, ob ich. Keine Ahnung. Aber können wir die Turn-Tour killen? Ich glaube, ja. Ja, Thresh kommt auch. Die werden gleich eh ulten. Die werden gleich eh wieder ulten auf mich. Er hat gerade woanders hingeguckt. Ja. Selbst schuld, würde ich sagen. Ah, Thresh bitte nicht. Muss aber auch sagen generell, dass mir die Rolle, das habe ich auch schon in den letzten Aufnahmen ein paar Mal gesagt, ne, dass die Rolle des AD Carries momentan echt nicht so spaßig ist irgendwie. Also mir kommt es immer so vor, wenn ich Ranked spiele, dass ich halt echt erst Minute 35 Schaden mache. Ja, man braucht meistens zwei Items, dass man das machen kann. Oh, hallo Ari. Na, da ist er nicht.
Nice. Oh, die Ult. Der Typ, ey. Aber naja, immerhin läuft's langsam einigermaßen. Ich meine, scheißegal, ob ich viele Kills bekomme, ich werde die nachher einfach tot CC'en die ganze Zeit. Ja. Ich werde einfach die ganze Zeit meine Karten auf die Gesichter von denen werfen und die dann einfach kaputt machen mit. Ich hole mir jetzt Triforce und dann mal gucken. Vielleicht reise ich dann was. Meine Karte stand einfach schon 2 Sekunden lang. Das ist schon eine richtig geile CC-Chain jetzt. Aber die haben ja auch angekündigt, ne, dass sie als nächstes, nach Worlds ADC. Ja, ja, nach den Worlds upgraden die komplett ADCs. Also echt? Alle. Ja, ja, die buffen, machen komplette Gameplay-Updates zu allen ADCs. Also ich hoffe ja wirklich, dass bei dem nächsten Patch Crit entfernt wird. Das wäre so geil, Alter. Wenn die Crit entfernen würden, das wäre so sweet. Aber ich weiß nicht, wie die das anstellen wollen. Ehrlich zu sein. Wie die da anstellen wollen? Ja, so wie bei Ashe halt. Ja, aber was machen die da mit Ashe? Ja, Ashe ist... Hä? Ashe ist dann genauso. Ja, Ashe war einfach dann... nur die erste Version von deinem ADC. Ja, eben. Ich meine, Ashe ist doch auch... Selbst wenn Crit entfernt wird, ist Ashe doch immer noch strong, hä? Ja, aber ihre Passive skaliert ja mit Crit. Du brauchst ja Crit-Items, damit die Passive was bringt. Ja, der Crit bringt ja immer noch was. Crit bringt dann halt Schaden. Anstatt Crit. Weißt du? Ach, dann so, ja, werden sie sonst halt bei Ashe... die Passive ein bisschen ändern, dass du halt mehr profitierst von Crit-Items als andere. Also quasi, was machen die mir dann mit Yasuo zum Beispiel? Ja, mit Yasuo müssen sie das dann genauso machen. Die können auch einfach, ganz ehrlich, die können auch einfach bei allen Marksmen sowas machen. Das ist eigentlich nicht Nein. schwierig. Ja, ich stell's mir trotzdem schwierig vor, ich weiß nicht. Ich meine, die müssen es ja nicht für jeden Champ machen, nur für die Marksmans. Die können ja eine generelle Marksman-Passive machen, dass Crit in Schaden umgewandelt wird und nicht in Crit. Aber was dann kann er, wenn ein anderer irgendein Bruiser oder so, ich kritet ja so, ach, so einen Talon oder so. Ja, drauf dann, jump nicht ja. einfach für 4K. Keine Ahnung, ich finde den Crit-Set einfach sinnlos. Ich finde, der ist einfach. Den Luck sollte es in dem Game nicht geben. Das ist meine Meinung. Ich meine, das sehen ja auch super viele so, ne? Auch Pro-Gamer sagen ja, Crit ist voll komplett dumm. Tau sagt ja auch jedes Mal, dass Crit einfach ein total unnötiger Stat ist. Die haben's aber auch. Also, ganz ehrlich, wenn du das gerade Botlane gesehen hast, ne, dann weißt du auf jeden Fall, die haben echt einen kompletten Vollschaden, Alter. Also, das ist niemals normal, was die machen, Alter. Die rennen einfach von dem Turm hier bis hier hin hinter uns her. Mit 4 Mann. Das ist doch echt nicht normal, Alter. Da kannst du mir erzählen, was du willst, ey. Die haben halt ein Ziel. Ja, mein Mission. Ja. Du Gott, der YouTuber. Congrats. Das ist echt, also... So spielt doch kein normaler Mensch, Mann. Weißt du, wir haben den 7-2 Fisch, der Mitte durchdrückt mit Yasuo, Alter, und die chasen mich mit 4 Mann, Alter. Das ist doch echt. Holy fuckeroni, Alter. Das soll mir mal einer erklären, ey. Von die Ahri hat sogar über die Wand geflasht, Alter. Nur um noch weiter zu chasen, ey. So ein Ficker. Lass mal den Mitte killen, einfach, den Ficker. Ah, die hat Ult. Ah, die hat schon wieder Ult. Das ist schon. Ich komm. Lukas, komm her! Achso, du bist hier. Komm her! Oh Gott. Da. Voll. Meine Blue-Karten, die rasieren anscheinend. Was?
Was ist das denn, Alter? Hat der diesen komischen Spec Ops Skin oder was? Den Sniper Gangplank. Ja, Ari ist auf jeden Fall schon ziemlich fett, ey. Jo, alles klar, Leute. 700 Damage durch einen Fass. Auf jeden Fall. Ich hab mir einfach 700 Leben abgezogen mit einem scheiß Fass, Alter. What the fuck, Alter. Ich glaube nicht, dass wir den, oder? Können wir den Drake machen? Ja, ich bin noch nicht da, ne? Er wird euch den wegschmeißen. Haha, er resettet sich. Ari, Ari, Ari. Bitte. Egal, Hauptsache die ist tot, die kleine Otze. Sehr schön. Wow. Oh, Silas. Oh, nice. Ist halt schon wieder so, ne? Ja, so pusht halt komplett top. Voll zwei, ne? Die scheißen halt komplett auf Logik irgendwie, keine Ahnung. Die scheißen halt komplett auf Logik und Objectives und so. Die wollen uns einfach nur mega hart abfucken. Das ist das einzige Ziel, was die haben, ey, ohne Scheiß. Das ist richtig gut, ey. Was sind die denn alle? Ach, guck mal, die Ari ist sogar Diamond 2. Botlane Platin 1, Platin 2, Gangplank Diamond 5. Die sind eigentlich sogar relativ hohe Elo, aber ist auch kein Wunder, wir haben ja auch hohe Elo-Leute dabei. Ich meine, du bist ja Master und der. Der Uncreative Name ist auch Diamond 1. Du bist aber auch wieder hart gedroppt, war Matze? Ja. Diamond 4 wieder, ey. Holy aber shit. Promo, ne? Ich vergessen. Ich muss aufpassen, weil ich nicht bald droppe, Alter. Ich bin richtig hart am Abkacken gerade. Inaktiv oder einfach nur? Nee, einfach so. Ich halt zacke. Ich hab Zack-Games und ich zack einfach. Und die Games, wo ich mal nicht zacke, da zacken halt meine Mates rein. Bei mir war es halt. Zum Ende hin, von wo ich halt noch Zeit hatte, viel, ging es halt mega bergauf. Direkt Arbeit einmal gezockt, am Wochenende einmal gezockt, 6 Games Lose Streak. Na, nice. Nach der Arbeit richtig am Tilten. Es hat Trade 8. Geh mal Botlane. Ich kann mit Ult kommen. Oh. Da will ich eigentlich nicht reingehen. Ah. Haha, get baited, bitch. Bei Blitzgrün kann man auch einfach nicht blocken, dass zum Beispiel das zweite Fass ist überjump. Das kann man ja auch nicht blocken mit der Windwall. Das ist so broken. Du kannst nur das erste Fass blocken. Ich kann man das, hey, wie kann man das denn blocken? Ja, du kannst halt die Cube blocken, dass die das Fass erreicht. Aber du kannst nicht blocken, dass es vom Fass zum zweiten Fass überspringt. Hä? Wie? Doch klar. Nee, das geht nicht. Das ist anscheinend kein Projektil. Oh, Glück. Die hat echt noch Flash ab, ey. Ja, aber es ist ja auch kein Projektil. Wieso sollte man es blocken können? Naja, es fliegt ja schon so ein Ding vom Pulverfass zum nächsten. Ja, aber. Ja, das ist aber kein Projektil. Nee, das ist ja kein Projektil, das ist eigentlich nur so ein halt Chain. Aus, wie so ein Ding, weil es so rüberfliegt, so ein kleiner schwarzer Punkt. Aber Gangplank kannst du trotzdem immer noch richtig hart abfacken, indem du einfach die Fässer immer direkt instant zerstörst. Ja, wenn du halt Range halt, keine Ahnung, das ist halt, weiß nicht, das fuckt den halt richtig ab. Als ob man den bei den Worlds sehen würde, ich glaube. Nee, ich glaube nicht. Das wäre übelst merkwürdig. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn man wahrscheinlich bei der World sehen wird, können so Champs wie Veigar oder Vel'Koz sein. Ja, Veigar auf jeden Fall. Veigar definitiv. Vel'Koz ist halt auch übel stark, aber ich weiß nicht, ob die genug halt den halten. Olaf werden die auch die ganze Zeit spielen. Ja. Ja, Olaf ist auch super stronger. Olaf gerade gegen solche Champs wie Veigar ist halt ultra geil. Twisted Fate wird auch so viel gespielt werden in der Mitte. Twisted Fate, vielleicht sogar ein Kassadin oder so.
Ich könnte mir auch Fizz vorstellen, oder? Ja. Generell solche Assassins sind halt echt nicht schlecht. Das ist ziemlich geil, weil man im Moment echt viel spielen kann. Ja, außer bei AD Carries halt, ne? Du hast halt das Problem, dass du halt useless bist. Ja, ich find's geht eigentlich. Ich find's jetzt so hart schlimm. Alter, wie die mich one-shottet, Alter! Ah, oh Gott, ey, ich bin so useless. Oh, Damage. Oh, wreck, bro. Ich bin so fucking useless gerade, Alter. Ich bring einfach. Ich glaube, ich werde nur noch split pushen jetzt. Und dann komme ich einfach mit Ult dazu. Warte! Ich will sogar noch, ein Stück nach unten laufen, weil er zu spät. War gerade der TTT-Move, Alter! Oh Gott, ey. Ich wusste doch genau, wo ich stehe, ey. Ja, die haben überall Wards einfach. Na, ich war auf einer Lane, die halt reingepusht war. Einfach nur Ultra. Ja, aber du bist ja weggelaufen, oder nicht? Ja, aber ich bin ja, ich hab ihn ja hier gekillt und bin dann bis da noch hochgelaufen. Achso, na gut. Und dann kam der Arrow, oder was? Ja, genau dahin. Da waren halt keine Minions mehr, die waren dafür down. Weißt du, das ist so eine Sache, als AD Carry finde ich es momentan. Sagen wir mal, du hast im Idealfall so Minute 20 Infinity Edge Phantom Dancer, ne? Das ist ja schon echt gut. So. Dann kommt aber so ein Top-Laner an, der hat inzwischen einen Triforce und Deadman's Plate. So, da kannst du vergessen. Den wirst du niemals killen, nicht mal ansatzweise, Alter. Der wird einfach über dich drüber laufen. Ja, aber 1 gegen 1 kannst du als AD Carry eh nichts, du brauchst halt den, der für dich spielt. Außer bis Vayne. Vayne wird halt auch Gott hier, ja, auch durchgespammt auf dem World. Alter, das ist doch nicht wahr, was die hier machen, Alter. Ey, ganz ehrlich, ist das normal? Leute, ganz ehrlich, ist das fucking real, Alter? Dass sie mich jedes Mal chasen? Wollen halt gewinnen. Das ist doch echt nicht wahr, Mann. Unglaublich, ey. Für so ein scheiß Twisted Fate, Mann. Ich bin halt nicht in Range. Ah, damn. Oh, nice, Alter. Oh, okay. Schöne Ult, ey. Einfach eine richtig gute Ultmatze. Ich hab halt zu Anfang einmal Ja, ich bin einfach komplett useless, keine Ahnung. Ich bin auch schon so salzig, Alter, weil ich einfach nur gefokust werde, Alter, und instant gechased werde. Also keine Ahnung. Ich meine, letztendlich hat's denen ja den Teamfight nicht gewonnen, ne? Die haben die Gangplank-Ult und die Ari-Ult für mich rausgekloppt. So, und es hat ihnen ja eigentlich nichts gebracht. Außer, dass sie halt dadurch sterben. Ich meine, eigentlich müssten sie ja auf dich gehen, ne, Silas? Du machst halt Ultra den Damage. Ja, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich voll dumm bin. Warum? Wie ist das, wenn man Runeglaive und ja, Lich Bane kauft? Allah. Oh mein Gott. Das ist halt allerdings ein bisschen merkwürdig, ja. Aber ich bin Midlane-Fizz so gewöhnt. Ich habe ewig keinen Fizz im Jungle gespielt. Ja, aber das brockt doch trotzdem beides. Nee. Doch? Nee, oder nicht? Ich glaube nicht, nee, nee. Das wäre broken. Darf nur das mit dem höheren Damage brockt. Ja. Und im Jungle brockt halt das AoE-Ding. Besser nicht. Weil ich hab halt so leuchtende Hände und danach kommt dieser Runeglaive. Ich komm. Weil nicht gut, wie er sagt. Oh, RIP. Wo ist denn das Schild von unserem Trash? Alter. Oh, ich lauf immer in die Charms! Oh, lol, der Listen. Lol, der Listen. Das hat er nicht gemacht, oder? Noch zu holen. Das macht er halt nicht wirklich, ey. Oh, lol. Und Charm. RIP. Oh, aber der Ari, merkst halt auch schon, dass die echt nicht schlecht ist. Also, die trifft halt auch echt super gute Charms. Also ich meine, den zu treffen, da war wahrscheinlich nicht so schwierig, aber die trifft ja, die hat echt eine ziemlich gute Hitrate mit Charms. Die hat bis jetzt kaum einen daneben gekloppt. Die ist halt schon nicht bad. Ich bin halt leider komplett useless irgendwie. Also nicht komplett, aber schon annähernd. Komplett. Der Braum, der ist einfach, keine Ahnung, das finde ich so übel krass, ne? Der hat nur einen Sidestone und einen scheiß Face of the Mountain. Ich habe komplette Zerstörung an Items und ich mache dem einfach null Schaden. Keine Ahnung, das ist übel weird. Kannst du Baron machen? Können wir theoretisch machen, ja. Lass mal einen Baron machen. Ja.
glaube ich echt eine gute Idee. Matze, wolltest du nicht Baron machen? Ja, aber ich habe gerade zwei Leute entdeckt. Sagte mir, die nehme ich noch eben mit. Na gut. Alter, der Feste. Jetzt können wir Baron machen. Nice, jetzt können wir Baron machen. War alles geplant. Von Anfang an. Alter, die Ash killt mich halt trotzdem noch fast, ey. Use this Twisted Fate. Ich finde das immer noch so krass, wenn du Twisted Fate auf AP spielst irgendwie. Wie viel Damage der macht, nur wenn er Lich Bane hat schon alleine. Ja, auf AP finde ich ihn auch komplett broken. Der ist einfach übel strong einfach. Der macht so viel Schaden, ey. Auch wenn die Leute kaufen sich ja dann einfach die Cooldown Boots mit Homeguard. Ja. Und dann nehmen die TP als Summoner Spell mit und dann ganken die einfach dauerhaft überall, sobald die Level 6 sind. Ja, sicher. Kannst auch einfach auf die Midlane gehen, machst einmal QW und die Wave geklärt, kannst rumlaufen. Das heißt, der ist dann überall, die ganze Zeit. Ja, das ist mega mies. Ich finde, du kannst ihn auch echt schlecht rausnehmen, weil die meisten halt auf Lich Bane Sonyas gehen. Und dann kommen die halt in deine Backline reingeportet, one-shotten den AD Carry und machen dann einfach Sonyas, ne? Und dann kommt der ganze Team über dich drüber gerollt. Das ist halt keiner, das ist super strong einfach der Champ. Wenn man bedenkt, wie OP das noch früher war, ne? Dass die Ulti halt komplette Global Range hatte, ne? Das war halt wirklich, Holy shit, Yari. Yari macht halt tons of damage, ey. Das ist Wahnsinn. Nice. Pusht du Bot komplett durch? Ja, ich brauch grad einen Ash Arrow raus. Tee, schon wieder mal geschaut, Alter. Schon wieder, weißt du, ich flashe und in ihren Charm rein einfach. Direkt instant. Ich habe erst überlegt, ob ich Bot komme. Alter, hast du gesehen, hätte ich mich nicht gegengeheilt, wäre ich halt echt instant geplatzt, ne? Der scheiß Lee Sin Q hätte mich halt komplett, der scheiß Gangplank Q hätte mich halt komplett rasiert. Ich glaube, holy shit, Patch, Alter. Wärst du tot gewesen. Ja, wäre ich auch. Keine Chance da, ja. Inzwischen mache ich ein bisschen Schaden. Also, das ist echt nicht bad. Aua. Aber die sind halt trotzdem noch so übel strong. Bin halt irgendwie trotzdem nicht so super strong gegen die. Wenn er ein bisschen wartet. Komm ich auch. Ich hab noch Baron Buff. Ich bring die Minions mit. Ich finde, man kann halt so wenig machen, ne? Das ist halt. Wer hat da letztens nochmal gesagt? Ich glaube Wieland, ne? Die Karte von Twisted Fate kommt halt immer raus. Egal was du machst. Ja. Egal ob du flashst oder Sonyas oder keine Ahnung, irgendwie kommt die immer raus. Ach, ich scheiß Positioning gehabt. My bad. Ja, das war my bad. Alter, meine Enter-Taste hat irgendwie einen Hänger. Aber mega den krassen Hänger. Soll meine Tastatur wieder mal sauber machen, ey. Neun elf. Vielleicht wäre ich sogar noch positiv. Boah, Alter, der Damage ist so krass. Weißt du, wie man Gangplank relativ schnell komplett balancen könnte? Also richtig, richtig, also dass der überhaupt gar nicht mehr broken wäre, egal wie viel Damage der hätte. Wenn du die Range von seinen Fässern verringern würdest, also die Cast-Range, dann wäre der halt gar nicht OP, weil der halt niemals zwei Fässer auf so eine hohe Range casten könnte.
Oh ja, Alter, Matze. Alter, ich krieg Lenzer nicht mehr, lol! Ich werde halt das nochmal war auch genockt schon. Von der Lee-Ulti. Das war aber schon ziemlich greedy, Alter. Ich kann kommen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ne, sind alle low. Den müssen wir auch aufgeben, den Tower. Oh lol. Ernsthaft, man kommt da über die Wand rüber mit Ari? Ja. Hab ich auch nicht gewusst. Das hab ich nicht gewusst, ganz ehrlich. Das hab ich echt noch nie gesehen. In der ganzen Zeit, in der ich Ari schon spiele, habe ich das noch nie gesehen, dass jemand da über die Wand springt. Mit dem Ult-Dash, Alter. Das ist schon irgendwie ein bisschen weird. Oh lol. Oh Gott, ey. Die Ari ist so nervig. Also ganz ehrlich, dass man durch so eine dicke Wand hier durchkommt, ja, ne? Das ist halt komplett behindert irgendwie. Weiß nicht. Ich meine, die haben doch die Ari-Ult schon geändert, dass du halt nicht mehr so weit dashen kannst und dann kannst du durch so eine fette Mauer dashen. Kommt man auch hier rüber? Dann kommt man doch über jede Wand, oder nicht? Also ich weiß auf jeden Fall, du kommst durch manche Wände niemals mit Ari durch. Du kommst zum Beispiel von hier nicht nach hier. Kommst du nicht durch. Aber du kommst ja anscheinend durch diese super monsterdicke... Also es gibt ja kaum eine dickere Wall. Es gibt ja kaum eine dickere Wall als diese hier, Alter. Ist ja komplett behindert, ey. Also das ist schon ein bisschen weird, ey. Das muss mir mal einer erklären, warum man da durchkommt mit Ari, ey. Das ist wahrscheinlich so ein übelster Glitch oder sowas. Ist wahrscheinlich gar nicht gewollt. Vielleicht kann ich ja jemanden killen. Was war er? Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so einfach von mir killen lässt. Hilfe! Ja, ich kann halt nichts machen. Oh lol, ich bin rausgekommen. Oh, nevermind. Matze chillt sich die Base auf der Toplane. Ja, ich bin gerade gerespawnt erst. So. Hätte noch, glaube ich, einfach Baron machen sollen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch null, was ich holen soll, Alter. Ob ich noch auf Damage gehen soll oder ob ich einfach jetzt. Ich komme. Ja. Nevermind. Geht halt in den Busch da drin. Ich hole mir Red Buff. Ja, die Ari ist echt ein Problem. Aber das ist auch vielmehr nicht die Ari selber, Mach sondern Baron. Das ist ihr Skill. Alter, die halbiert mich mit einem scheiß Q, Alter. Bei der Gangbang. Ich ja. Gegner. Okay, Gegner, alles klar. Ja, Link, Fist ist da. Einmal rüber jumpen. Oh, easy gleich. Das Einzige, was noch stylischer gewesen wäre, wenn du mit der E reingetroffen ja, wärst, ja. Gesmite und wieder raus. Das hab ich Aber einmal ich geschafft in einem Rankgame. Legit Damage. Ich geh weg, Alter. Weiß nicht das. Bleib da nicht, ja. Kein Bock direkt wieder den Dings zu verlieren. Ach, wahrscheinlich jetzt eh RIP, oder? Ja, wieder ich glaub da, schon. Aber. Was, das RIP? Der wird 2 gegen 4. Ah, aber dem kein Baron Buff. Wir haben jetzt gleich die Super Minions, ne? Die Super Ultra Krassen. Ja, und die haben Gangplank.
Ja, jetzt habt ihr die Minions. Wow. Boah! Wie sie durchfinishen, Alter. Dann nichts machen. Ich bin halt einfach. Die trifft halt jeden Charme, ne? Die trifft jeden Charme. Ewig gecharmt. Das ist Wahnsinn. Ja, keine Ahnung. Die haben halt auch schon hart getryhardet, Alter. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Also für die war das schon wie ein Ranked, Alter. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, was für heute. Schreibt mir in die Kommentare, was ich für ein Salzeimer bin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.